Ich bin jetzt in Düsseldorf vom Hilton Hotel, da ist die zweite Verhandlungsrunde. Da ist jetzt der Knut auch direkt aus Duisburg gekommen und wir sind natürlich für unsere 5% hier. Und die Arbeitgeber sollten nicht jammern, sondern diese 5% ist gerecht. Diese 5% werden bestimmt auch wieder in Deutschland landen, weil das Geld, das wir bekommen, das wird auch in Deutschland investiert halt. Wir gehen nicht nach Ausland, sage ich jetzt mal. Man musste mehr Geld hier in Deutschland investieren, um die Arbeitsplätze auch in Deutschland erhalten zu können. Das Know-how, das ist immer in Deutschland gewesen und darum müssen wir kämpfen. Wir brauchen einen langen Atem in Investitionen und Innovationen. Wir haben Bodenhaftung, Kolleginnen und Kollegen. Ihr seid heute hier, ihr unterstützt die Forderung. Wenn die Menschen hier bei uns in den Betrieben Freiräume bekommen, dann nutzen sie diesen, dann haben wir Geschäftserfolg. Dieser Geschäftserfolg ist in Gewinnen abzulesen und davon wollen wir einen fairen Preis haben. Kolleginnen und Kollegen, ich will es mal einmal versuchen, wie Heiko. Wir für... Was wollen wir? Was wollen wir? Was wollen wir? Entschieden wird eine solche Tarifrunde darin, wie gut, wie stark, wie mächtig eine IG Metall ist. Und genau das müsst ihr in den nächsten Tagen und wirklich in den nächsten Tagen in den Betrieben diskutieren. Wenn die Arbeitgeber bei ihren 0-Komma-Diskussionen bleiben, dann ist diese Tarifrunde ab heute auf Eis gestellt. Und dann geht es darum, Mitglied werden, Mitglied werben, stark sein für die nächsten Wochen. Und das gemeinsam mit euch. Dankeschön, Glück auf! Die Verhandlungskollegen sind jetzt rein und hoffe, dass sie auch unsere 5% auch erholen. Das, was heute passiert ist, ist mir so noch nie passiert und ich kann es immer noch gar nicht so richtig fassen. Die Arbeitgeber haben uns ein Angebot gemacht, einem Gesamtvolumen von insgesamt 1,2%. Sie sagen, sie geben 0,9% in die Tabelle und 0,3% Einmalzahlung und das wäre schon am oberen Limit ihrer Gefühle und würde auch weiterhin Reallohnsteigerungen bedeuten. Wir haben gar nicht angefangen zu diskutieren, weil dieses Angebot entbehrt jeder Grundlage zur Diskussion. Und deswegen sind wir aufgestanden und haben den Verhandlungsraum verlassen.